Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Project Highrise. So, ich habe ein bisschen vorgespult. Wir haben jetzt hier noch ein Dings übrig, einen Kredit, der wir abzahlen müssen. Und da dauert noch einen Tag. Das heißt, den Tag müssen wir zum Ende bringen. Dann können wir uns hier neue 5000 holen, mit denen wir diese Büros hier einziehen lassen. So, aber vorher noch hier die zwei Dinger und noch ein kleines Büro muss auch noch mit rein. So. Genau, jetzt können wir uns nämlich hier einen neuen Kredit holen. So, für den tun wir gleich mal die großen Büros erstmal. Arztpraxen. Wo hatten wir jetzt das Wasser? Da, auf der Etage. Also wo wir hier die Arztpraxen mit reinhauen. Wir nehmen die und die. So. Dann Kreativ- und Technikbüros. Dann Anwaltskanzleien, die wollen hier größer Auswahl in mittelgroßen Restaurants. Da müssen wir hier ein mittelgroßes Restaurant mit hinsetzen. Und hier noch ein Diner. Frühstück und Mittagessen, damit sollte das jetzt auch kein Problem mehr sein. Genau. So, zwei Anwaltskanzleien haben wir jetzt. Finanzbüros brauchen wir auch noch. Die wollen noch eins, das was Abendessen anbietet. Deswegen wollen wir auch noch eins ranmachen, was mehr Abendessen anbietet. Und dazu die Pizzeria. Und lasse jetzt die Finanzbüros einziehen. Und jetzt von jedem halt noch eins. Also noch ein Finanzbüro rein, noch eine Anwaltskanzlei reinhauen, Kreativ- und Technikbüro und hier oben würde dann noch eine Arztpraxis hinkommen, was ich jetzt da was ich jetzt machen kann. Aber wo ich kein Geld mehr habe, schon wieder. Kann ich hier noch jemand reinziehen lassen? Ja, könnte ich und da nehmen wir jetzt mal Kreativbüro den da. Und das sollte zumindest, hoffe ich jetzt mal, genug Geld dann bringen. Für uns alle. Für nächsten Tag zumindest. Dass wir da ein bisschen über die Runden kommen. Guck mal, unsere Arztpraxis ist schon eingezogen. Wenn wir das haben, müssen wir eine große Renovierungsstadt. Oh, scheiße, ich brauche ein Telefon. Ganz langsam. Scheiße. Ich glaube, wir haben ein Problem. Und zwar müssen wir uns doch nochmal das hier unten annehmen. Damit können wir uns doch den Kredit holen. Das bringt zwar nicht viel. Reicht aber, um Telefone auf der ganzen Etage nochmal zu installieren. Die Frage ist, reicht das reicht aus? Das sollte ausreichen. So, ich ziehe dann gleich mal noch das Wasser mit hier hin und lasse die Arztpraxis einziehen. Damit hat man dann, haben wir dann theoretisch alles erledigt. Hoffe ich jetzt mal. Da oben haben keinen Strom mehr. Oh, scheiße. Bauen wir noch so einen kleinen mit hin. Das bringt zwar jetzt nicht allzu viel. Denke ich. Ich müsste jetzt nur jetzt die ganzen Dinger einziehen. Jetzt alle eingezogen sind, haben wir die eine Aufgabe erfüllt und dann ist alles gut. Dann gibt es wenigstens ein bisschen Geld wieder. Dann können wir was Neues annehmen und dann haben wir wieder mehr Geld. Das ist alles, was ich will. Da kommen die letzten noch und dann haben wir es geschafft.
Ja, oben ist gerade hinausgezogen, weil er keinen Strom mehr hat. Sehr schön. Wie sieht's denn aus mit Strom? Was habt ihr denn? Ja, also das müssen wir auf jeden Fall jetzt machen. Da ist zwar schon mal die Hälfte weg eigentlich von dem Geld, aber na gut. Die Kredite sind aktiv, die kann ich jetzt schlecht löschen. Wir werden aber heute ein bisschen mehr verdienen, denke ich mal, durch die ganzen Sachen. Können aber gleich mal reingucken, was wir als nächstes machen wollen. Planungsanstrengung hier. Dass die 100 Personen hier heute leben. Das können wir schaffen. Das können wir definitiv schaffen. Ich würde hier oben sogar ein Einzimmer-Apartment hinbauen wollen jetzt so. Nur weil ich es kann. Warum hauen die jetzt alle ab? Mal ganz langsam. Wollt ihr hier noch irgendwas? Keine Nachfragen. Okay. Keine Nachfragen. Dann ist ja gut. Dann kann ich mal schneller machen da oben. Ich möchte doch nur ein Einzimmer-Apartment reinbauen. Mehr will ich doch gar nicht. Und hier könnte man auch noch ein paar kleine Büros reinziehen lassen. Das könnte ich aber hier machen. Da wo die Lücken sind. Sicher, dass sie nichts wollen. Die haben sich letztens dabei aufgeregt. Ja, wartet, Wasserflasche, Hausmeister-Service, Aktenablage-Service, gibt's alles, ne? Keine Nachfrage. Aber ich tue wenigstens meine Wasserflaschen-Service hinsetzen mit. Was war noch? Wasserflaschen-Service, Hausmeisterdienste. Haus. Können nur einen Hausmeisterdienst noch mit hinsetzen. So. Nun kommen jetzt noch zwei kleine Büros wieder rein. Die Kreativen da reinsetzen, die bringen mal viel Geld. So, noch so kreativer und dann. Wo ist denn mein Wartungsbüro da? Müssen wir uns das leider machen. Alles renovieren, was geht. Alles renovieren. So, und dann müssen wir hier was Neues anzeichnen. Menschmagnet. Wir sind gleich, wenn sie 250 Uhr, das schaffen wir es ne. 4.000 pro Tag. Pro Tag 5.000 an Mieteinnahmen schaffen. Kann man schaffen. Fünfzig neue Bewohner. 16 Einzimmer-Apartments, das können wir auch machen. Aber ich denke mal, das wird das Einfachste sein. Das haben wir sogar schon geschafft, ja. Na, wisst ihr was? Da können wir was sagen: hier, Wohnpotenzial. Nee, das. Zahl der Apartmentbewohner sind für. Ja, dann machen wir das hier. Weil es auch so schön ist und ich brauche noch vier Büroangestellte.
kommen hier oben noch 4 Büros mit rein. So. Warum ist der Arzt abgehauen? Moment, langsam. Hausmeisterdienst benötigt. Aktenablage-Service benötigt. Habe ich doch alles gebaut. Ja, jetzt sagen wir ein bisschen was. Jetzt steht da, was sie wollen. Was ist denn das hier? Wissen wir wieder nachher. Ist noch was? Aktenablage-Service. Noch was? Keine Nachfrage. So, passt. Problem ist, wir müssen hier bloß wieder ein großes Büro reinsetzen. Auf die Anzahl unserer Leute zu kommen. So, einzelne Fahrplätze haben wir sogar schon Einsätze. Toll, ne? Hier können wir mal gucken, wir können vielleicht irgendwo. Irgendwo war. Hier, plus ein Bauarbeiter. Ich war im Konstruktionsbüro. Großes Konstruktionsbüro, mindestens eins. Wo ist das große Konstruktionsbüro? Das muss hier irgendwo sein. Betrieb. Hausverwalter darf keinen haben. Kommt das der Dings hier hin? Was ist denn euer Problem hier? Hausmeisterdienst ist da, Aktenablage-Service ist da. Heute ist ein schöner Tag, der Herbert freut sich. Das habe ich gesucht, genau. Zusätzliches Baubüro. Mann. Ich könnte euch ja von Einzelhandel und Gastronomie mal ein bisschen höher ziehen. Ins Wohnen. Tu mal ein bisschen Play drücken und für euch war es das jetzt eh gleich, denke ich mal, nach der Folge. Und nach der jetzt direkt. Jetzt haben wir gut verdient. Hier tun wir wieder eine Arztpraxis. Ne, tun wir nicht einziehen lassen. Jetzt sieht es das ein, was da ist. Alter. Dieser Bereich ist zu laut. Büro wird auch so benötigt. Kommerzielle Druckdienstleistung benötigt. Wollt ihr die noch alles? Bürobedarf. Bürobedarf-Service ist doch da. Ich check's, ne? Die wollen ja Sachen haben. Wie sieht es denn hier aus im Renovieren? Ist er dabei? Sind sie dabei? Na gut, das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.